Ich mag den Idealismus des Instituts für Cultural Entrepreneurship und Clara Mavellias Initiative. Ich bewundere also die Initiative von Dr. Clara Mavellia. Wie Dr. Mavellia schon gesagt hat, bin ich keine Ärztin. Ich beschäftige mich mit der Philosophie, der Geschichte, der Wissenschaft. Ich studiere also Wissenschaftler und Forscher und insbesondere Psychologen, Psychiater und auch die Wissenschaftler im Bereich der Psychologie. In den letzten Jahren habe ich mich auf ein besonderes Thema konzentriert, nämlich dass es in wohlhabenden Ländern immer mehr psychisch Kranke zu geben scheint. Sie sehen hier, dass Antidepressiva und Antipsychotika die am meisten verschriebenen Medikamente sind. Gerade wenn man sich die wichtigsten 500 Medikamente anschaut, dann sieht man, dass gerade die Medikamente im Bereich der Psychopharmaka eine große Rolle spielen. Wenn man nun sich ansieht, wie viele Menschen Medikamente einnehmen, dann haben wir uns noch nicht immer angeschaut, wie viele Menschen gegen die Depression kämpfen. Denn nicht jeder nimmt ja Medikamente ein, um die Depression zu bekämpfen. Es gibt ja auch andere Methoden. Es gibt Psychotherapien ohne Medikamente oder es gibt Selbsthilfebücher, die man nutzen kann, Lichttherapie. Man kann sich auch einer transkraniellen Magnetstimulation unterziehen. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland bekannt ist, aber in Holland ist das sehr weit verbreitet. Man kann sogar da gebrauchte Geräte kaufen. Es gibt einen Second-Hand-Markt sozusagen für transkranielle Magnetstimulation. Ich denke, Sie wissen, wie ich es auch weiß, dass manche Menschen an einer schweren Depression leiden und man kann natürlich auch Bücher lesen, so wie dieses hier, The Noonday Demon, auf Deutsch heißt das Buch Saturns Schatten. Und hier geht man davon aus, dass ungefähr 1% der Menschen darunter leiden. Das heißt, es gibt viele, die Medikamente nutzen gegen Depression, ungefähr 6% in den Niederlanden und in der Schweiz sind es, glaube ich, 10%. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau aussieht mit den Zahlen. Ich habe es noch nicht herausfinden können. Aber es gibt immer mehr Menschen, die Antidepressiva nehmen und immer mehr Menschen, die andere Wege suchen, auch um die Depression zu bekämpfen. Und viele fragen sich, was passiert denn da eigentlich? Warum ist es denn gerade in Ländern, wo Wohlstand herrscht, so dass die Depressionen anzusteigen scheinen? Warum gibt es hier ein ganzes Orchester von Ärzten, das sich um Depressive kümmert? Was kann man da tun? Bessere Wohnungen, Häuser? Wie sieht es denn aus? Unsere Generation hat keine Kriege erlebt und doch sind wir alle zunehmend depressiv. Und warum sollten wir denn versuchen, noch reicher zu werden, wenn wir alle depressiv werden? Denn viele Menschen haben sich diese Fragen gestellt und es gibt unterschiedliche Erklärungen. Das sind die geläufigsten Erklärungen, die Sie hier sehen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass Depression eine Beschreibung einer Gehirnkrankheit ist, die es immer schon gegeben hat. Und dass es in einem reichen Land so ist, dass diese Krankheit schnell erkannt, diagnostiziert und behandelt werden kann. Oder aber es gibt die Theorie, dass die Pharmaunternehmen uns quasi lehren, alle unterschiedlichen Formen des Leidens auch als Depression oder als Krankheit wahrzunehmen. Und die dritte Theorie ist die, dass der Sozialstaat sozusagen weinerliche Menschen hervorbringt, die nichts mehr aushalten können, die nicht mehr widerstandsfähig sind. Und deswegen brauchen wir alle Psychiater und Psychologen und so weiter. Das sind also die drei typischen Erklärungen für den Anstieg der Depressionen. Und ich möchte in meiner Rede darauf abzielen, dass gerade und insbesondere die zweite Erklärung sehr, sehr wichtig ist, aber dass sie trotzdem noch nicht alles erklären kann. Und die erste und dritte Erklärung, die beiden sind einfach falsch.
Sie gehen davon aus, dass es Depression nur in leichter und in schwerer Form gibt. Und ich möchte sagen, dass das eine falsche Annahme ist. Wenn wir über die Depressionsepidemie sprechen, dann sollten wir uns dessen bewusst sein, dass das Wort Depression alle möglichen Formen des Unglücklichseins umfasst. Das heißt, das Wort Depression hat eine Bedeutungserweiterung erfahren und umfasst immer mehr Zustände und Situationen. Wir sagen immer, wie wird der Begriff Wissenschaft benutzt? Und ich werde das jetzt mit dem Wort Depression tun. Ich werde mir anschauen, wie es benutzt wird. Ich möchte Ihnen natürlich jetzt nicht mein Buch verkaufen, es ist auf Niederländisch. Ich möchte Ihnen aber trotzdem das Cover zeigen. Vielleicht denken Sie, das ist ein seltsamer Buchdeckel, ein seltsames Bild. Aber ich denke, dass das bestmögliche Cover meines Buchs ist. Und ich werde es jetzt erklären und ich hoffe, dass Sie nachher mit mir einer Meinung sind. Wenn wir uns die erste Erklärung anschauen, ich habe es ja bereits gesagt, die erste Theorie ist die, dass Depression eine Hirnkrankheit ist, die es immer gegeben hat. Man kann natürlich sich die Geschichte der Depression anschauen. Und wenn man die entsprechenden Bücher liest, dann sagt man, es hat die Depression immer gegeben. Kraepelin, dann ein bekannter deutscher Psychologe, dann Freud, Burton, Aristoteles, Hippokrates. Früher nannte man das Melancholie, heute ist es eine Depression. Das sind Geschichten, die von Pharmaunternehmen geschrieben werden und auch von Experten und Psychologen. Und professionelle Historiker mögen diese Art der historischen Übersicht nicht. Sie sprechen über Finalismus, Präsentismus. Sie sagen, es ist ja eine Feel-Good-Geschichte, die geschrieben wird. Denn diese Geschichtswissenschaftler oder diese Menschen, die aus ihrer Warte über die Geschichte schreiben, schauen sich das Ganze aus der heutigen Sicht an. Sie nehmen die heutige Definition an und wie gesagt, sie konzentrieren sich auf die Definition, die wir heute anwenden und sie ziehen eine Verbindung zwischen heute und damals. Und beschreiben dann die Geschichte so, als hätte sie sich so direkt entwickelt. Und diese Art der Geschichtsschreibung findet sich häufig in Vorworten zu anderen Werken. Und deswegen mögen die echten Historiker sozusagen diese Art der Geschichtsschreibung nicht. Es gibt Burtons Buch, die Anatomie der Melancholie, es ist eine Beschreibung der Depression, aber wenn man sich den Buchtitel anschaut, dann sieht man, dass es im Grunde nichts mit der Depression von heute zu tun hat, denn man sieht hier ausschließlich Männer und in unseren Ländern sind zwei Drittel der depressiven Frauen bzw. zwei Drittel der Medikamente werden für Frauen verschrieben. Man sieht auch hier, dass Eitelkeit auf dem Buchtitel zu sehen ist und Misstrauen und Wut. Das ist nicht das, was wir heute als Depression bezeichnen. Selbst Weisheit sieht man dort auf dem Buchtitel. Das heißt, Depression bezeichnet hier alle möglichen Formen von Gefühlen. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist
die Depression wirklich beschrieben worden. Also German Berrios beschreibt es in seinem Buch. Depression war keine Krankheit als solche, wie sie heute wahrgenommen wird, eine Folge einer psychischen Erkrankung, einer physischen Erkrankung, wie zum Beispiel einer Gefäßkrankheit. Heute haben Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vielleicht auch eine Depression und sind unglücklich. Und in diesem Lexikon des 19. Jahrhunderts war Depression keine Störung oder keine Krankheit. Kraepelin hat den Begriff eingeführt als Teil des Gesamtkonzepts der manischen Depression. Es gibt also diejenigen, die ganz überschwänglich sind und im nächsten Moment sind sie wieder ganz deprimiert. Also das war eben sein Konzept der Depression und auch das bezeichnen wir heute nicht als Depression. Kraepelin hat die biologischen Ursachen in den Vordergrund gestellt. Er hat gesagt, ich weiß ja nicht, welche es sind, aber es sind immer biologische Ursachen vorhanden. Und im Jahr 1913 wurde ein weiteres Kapitel hinzugefügt, das manisch-depressive Irresein. Und hier sieht man Bilder von Frauen, denn man ging davon aus, dass es sich um eine emotionale Störung handelte. Anders als bei dem vorhergehenden Titel, den ich eben erwähnt hatte, wo es vor allem um Männer ging. Freud, wo ist Freud? Freud, der Zeitgenosse, hat Melancholie in einer Weise definiert, wie wir heute die Depression definieren würden. Aber Freud hat sich nicht so sehr auf biologische Ursachen gestützt, sondern eher auf Ursachen, die in der persönlichen Lebensgeschichte der jeweiligen Person liegen. DSM-3, das diagnostische und statistische Handbuch der psychischen Störungen, hatte 105 psychische Störungen aufgelistet und heute sagt man, wir geben nur Definitionen. Es muss zwar auch biologische Ursachen geben, aber wir begnügen uns mit den Definitionen. Also wenn zum Beispiel jemand unter einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung leidet, dann beschreiben wir die Symptome. Sigmund Freud hat Depressionen als Reaktion auf unterschiedliche Umstände beschrieben. Kann man sagen, dass Cicero vor Christus unter einer depressiven Störung litt, weil er die Kriterien der heutigen Definition erfüllte? Historiker sagen, nein, man kann es nicht, denn man würde dann davon ausgehen, dass Leiden Ciceros im 19. Jahrhundert als Störung gesehen wurde. Das heißt, die Definition von Depression hat sich verändert. Und aus freudscher Perspektive ist es wieder etwas völlig Unterschiedliches. Im Vergleich zu Kraepelin zum Beispiel. Wenn ein Psychiater zum Beispiel auf ein biologisches Modell stützt, dann wird man anders behandelt, als man bekommt zum Beispiel ein Medikament verschrieben. Wenn man jedoch zu einem Psychiater geht, der eher einen psychoanalytischen Ansatz verfolgt, dann wird man ermutigt, über seine Kindheit zu sprechen. Und ein psychodynamischer Psychiater findet die Kindheitsgeschichte interessant und ein biologisch orientierter Psychiater sagt, das sind einfach nur Symptome. Das heißt, die Interpretation und die Bedeutung ist ja eine völlig andere.
Das Gleiche gilt auch für ADHD, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Da gibt es ja zum Beispiel auch den Struwwelpeter. Und es ist natürlich nicht überraschend, dass es immer schon ungezogene Kinder gab. Und es gab immer schon hyperaktive Kinder. Was allerdings überraschend ist, ist, dass es in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Störung betrachtet wurde. Und die Definition und die Bedeutung des Ausdrucks hat sich immer wieder verändert. Und ein professioneller Historiker wird sich anschauen, wie die einzelnen Definitionen ausgesehen haben und was die Folgen waren dieser veränderten Definitionen. Also, ich habe über die erste Theorie gesprochen, eine Krankheit, die immer existiert hat. Nun, professionelle Historiker sagen, diese Annahme kann man nicht vertreten. Kommen wir da auch mal auf Kröpelin zurück. Es gab irgendwann psychotropische Medikamente, dann wurde Kröpelin sich bestätigt. Es gibt übrigens ein interessantes Museum in Gent in Belgien. Wenn Sie einmal Zeit haben, schauen Sie sich das Museum an, es ist wirklich lohnenswert. Kröpelins Hypothese war, dass psychische Störungen eine biologische Ursache hatten und diese Annahme wurde unterstützt. Insbesondere als die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer auf den Markt kamen, die SSRIs. Und es kamen immer mehr Medikamente auf den Markt und Sie sehen diese hier auf der Folie. Also die Hypothese wurde gestützt. Wenn also diese Medikamente die Stimmung heben, heißt das noch nicht, dass Depressionen wirklich eine biologische Ursache haben. Denn wenn wir durch Alkohol auftauen, sozusagen gesprächiger werden, kann man natürlich nicht umgekehrt darauf schließen, dass diejenigen, die weniger gesprächig sind, zu wenig Alkohol im Blut haben. Oder wenn wir mit Kokain das Gefühl haben, wir können alles schaffen, dann bedeutet das nicht, dass die Feiglinge unter uns nicht genügend Kokain im Gehirn haben. Man hat also die Hypothese vertreten, dass Depression etwas mit fehlenden Chemikalien im Gehirn zu tun hat. Und die Pharmaunternehmen stützen die Hypothese mit vielen Animationen, mit vielen Zeichnungen, mit vielen Schaudiagrammen. Und wir bekommen alle den Eindruck, dass Depression tatsächlich von biologischen Ursachen abhängt, die mit der Übertragung von Serotonin zu tun haben. Aber es ist keine anerkannte Tatsache in der Wissenschaftsgemeinschaft. Wenn man sich zum Beispiel die Internetseiten der Pharmaunternehmen anschaut, für Prozac, für Effexor, wenn man sich die Texte genau anschaut und auf den Wortlaut achtet, dann stellt man fest, dass auch hier wieder Hypothesen aufgestellt werden. Also ein wachsendes Bewusstsein, dass Depression eine Krankheit ist, die wahrscheinlich biologische Ursachen hat. Oder man geht davon aus, dass Effexor den Anteil natürlicher Chemikalien im Gehirn beeinflussen kann. Und auch hier wieder May-Effekt, also das Medikament kann sich darauf auswirken, wie man sich emotional und physisch fühlt. Ist das wirklich eine Gehirnkrankheit, eine Störung im Gehirn? Man könnte natürlich sagen, es wird viel Geld in biologische Forschung, in neurobiologische Forschung gesteckt heutzutage. Und die Bilder werden immer komplexer, die Wissenschaft wird immer komplexer und vielleicht wird es so sein, dass wir in der nahen Zukunft eine Situation haben, wo wir festgestellt haben, dass es eine Depression gibt, eine Art von Depression, die eine biologische Ursache hat. Würde das denn beweisen,
dass es wirklich eine biologische Störung ist. Vielleicht kann man sich auch die biologische Korrelation anschauen. Bedeutet das dann, dass Homosexualität eine Störung ist oder eine Krankheit? Ich denke, viele von Ihnen würden sagen, nein. Und viele Historiker sagen, dass Homosexualität auch ein Beispiel ist für ein Phänomen, was es noch nicht gegeben hat vorher. Sie haben gesagt, nun, früher war es so, dass Körperkontakt zwischen Gleichgeschlechtlichen nicht als Homosexualität wahrgenommen wurde. Es gab es zwar, aber es gab keinen eigenen Begriff dafür. Man sieht hier eine Zeichnung der Etrusker. Das heißt, man nennt ja auch nicht Menschen irgendwie und gibt ihnen einen Namen, weil sie gerne Orangen essen. Und im Mittelalter veränderte sich die Sicht und Oscar Wilde wurde sogar ins Gefängnis gesteckt aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Und dann sagten die Ärzte, naja, es mag vielleicht ein Verbrechen sein, aber es ist ein Verbrechen aufgrund einer Krankheit. Und genau zu diesem Zeitpunkt entstand auch das Wort Homosexualität. Und im Handbuch, dem DSM, wurde das Wort dann auch erwähnt. Ian Hacking hat ein Buch geschrieben und er hat den Begriff Making a People geprägt. Also man schafft Menschen, man definiert Menschen. Er hat gesagt, dass die Sozialwissenschaften, die Medizin und die Psychiatrie Menschen definiert, Menschen schafft. Und er meint das nicht abwertend, er meint das nur beschreibend, deskriptiv. Wir definieren unterschiedliche Arten von Menschen als unterschiedliche Klassen, die durch bestimmte Kriterien und Eigenschaften bestimmt werden. Aber das ist nicht so. Manchmal ist es so, dass die Wissenschaft unterschiedliche Arten von Menschen schafft, die es vorher noch gar nicht gab. Ich nenne das Menschen schaffen, Typen von Menschen schaffen. Ich habe ja gerade Oscar Wilde gezeigt im 19. Jahrhundert. Damals galt Homosexualität als Sünde oder als Verbrechen. Und das sehen wir auch noch in den USA heute. Da gilt es immer noch als Sünde. Und im Iran kann man getötet werden, wenn man homosexuell ist. Man wird hingerichtet. Wenn es aber so ist, dass es zwei Optionen gibt, man ist ein schlechter Mensch oder man hat eine Störung, dann möchten die meisten Menschen lieber so wahrgenommen werden, dass sie eine Störung haben, nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Das ist also die bessere Wahl. Wenn man also unter einer Krankheit leidet oder eine Störung hat, dann hat man vielleicht einen Vorteil. Denn wenn die andere Option wäre, dass man ein schlechter Mensch ist, dann hat man doch lieber eine Störung oder eine Krankheit. Dann braucht man eine Therapie, da muss man behandelt werden. Das heißt, wenn die Menschen um die Anerkennung als Patienten kämpfen, dann könnte das auch dem Kampf um gleiche Rechte im Wege stehen. Im Jahr 1972 wurde demonstriert gegen die Aufnahme der Homosexualität als Krankheit in das Handbuch. Das heißt, das Wort homosexuell ist nicht verschwunden, auch wenn diese Demonstrantin hier sich gegen die Definition als Krankheit ausgesprochen hat. Aber die Bedeutung hat sich verändert. Das heißt, es wird nicht mehr als Störung wahrgenommen in den meisten Ländern.
Bis heute ist es so, dass Menschen und Wissenschaftler die Gehirne und die Gene von Homosexuellen untersuchen. Und es gibt natürlich auch andere Krankheitskriterien im DSM. Wir suchen immer noch nach biologischen Korrelationen. Wenn man sich nun das Bild des Gehirns anschaut und sich anschaut, was passiert mit Menschen, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung leiden, dass es keine wirkliche Veränderung gibt im Gehirn, sondern dass sich die Masse nur verändert hat. Und die Gehirnforschung baut auf Entscheidungen auf. Und dann gibt es jetzt auch noch die Bewegung für Neurodiversität. Sie sagen, ja, es mag im Gehirn verursacht sein, wenn man homosexuell ist, aber jedes Gehirn ist schön, wir sind halt anders. Dann gibt es dann noch den niederländischen Schriftsteller Marcel Möhring. Er hat sein Werk Die Lust des Leidens genannt, Leidenslust. Er hat gesagt, ja, ich bin unglücklich, ich bin häufig unglücklich, aber bitte sag mir nicht, dass ich eine Störung habe. Ich habe keine Störung. Die Menschen, die eine Störung haben, sind die, die nie unglücklich sind. Es gibt so viele Gründe, unglücklich zu sein. Ich kenne Menschen, die unter einer schweren Depression leiden, und ich würde ihnen nicht dieses Buch empfehlen. Was ich vielmehr sagen möchte, ist das Folgende. Es ist immer eine Frage der Definition, ob ein spezielles Verhalten als Störung wahrgenommen wird oder nicht. Was ist denn eine Störung? Alan Francis, Vorsitzender des Ausschusses, der die aktuelle Version des DSMs herausgegeben hat. Also Professor Dr. Alan Francis sagt, überall auf der ganzen Welt proklamiert er das, dass die Ausweitung der psychiatrischen Kategorien zu weit gegangen ist. In seiner Sicht ist das DSM einen Schritt zu weit gegangen. Er sagt Folgendes: Ich habe Dutzende Definitionen von psychischen Störungen gelesen, und ich kann Ihnen sagen, dass ich den Eindruck habe, dass keine dieser Definitionen wirklich einen Wert hat. Das ist doch etwas schockierend, oder? Denn er ist einer der wichtigsten Vertreter der Psychiatrie weltweit. Ich denke, er hat recht, ja, einerseits hat er recht. Man kann eine soziologische Frage stellen, wie man eine psychische Störung definiert. Man kann sagen, wann wollen wir eine Eigenschaft als Störung beschreiben? Wann wollen wir das Wort Störung verwenden? Zunächst einmal wollen wir sagen, dass eine Eigenschaft nicht akzeptiert werden sollte. Wir sollten nicht damit leben müssen. Vielleicht möchtest du gerne magersüchtig sein, aber als Magersüchtige bist du für andere nicht akzeptabel. Andere wollen nicht, dass du magersüchtig bist. Und wenn etwas nicht akzeptabel ist, nicht einfach so hingenommen werden sollte, dann sollte man es behandeln. Gier zum Beispiel wird nicht als Störung wahrgenommen, also wird es nicht behandelt. Das heißt, wenn wir über Störung sprechen, dann meinen wir, dass Mediziner, dass Ärzte diese Störung behandeln sollten. Nicht zum Beispiel die Kirche oder die Familie oder Antidiskriminierungsgesetze oder Sozialpolitik. Das alles ist keine Lösung. Nein, Ärzte sollten diese Störung behandeln. Wenn wir also diese soziologische Definition uns ansehen, dann können wir die nächste Frage stellen.
Warum ist es denn so, dass wir immer mehr unterschiedliche biologische oder nicht biologische Eigenschaften als Störung, als Krankheit klassifizieren? Das heißt, warum denken wir, dass diese Eigenschaften nicht einfach so hingenommen werden sollten, dass sie behandelt werden sollten? Wie sieht es aus bei Konzentrationsstörungen, ADHD, dann Spielsucht, scheinbar auch mangelnder Sex, ein unbefriedigendes Sexleben oder auch Einsamkeit? Auch das gilt nun als Störung und als Krankheit. Ich fühle mich alleine, ich fühle mich einsam, also nehme ich ein Antidepressivum. Wie passiert das? Da kommen wir nochmal auf die zweite Theorie, die zweite Erklärung. Pharmaunternehmen bringen uns bei, dass wir die unterschiedlichen Formen des Leidens als Krankheit wahrnehmen sollten. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, in denen erläutert wird, was die Pharmaunternehmen heute so machen, was sie so kommunizieren. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich denke, Sie haben vielleicht auch in Zeitungen schon darüber gelesen. Vielleicht möchten Sie selbst noch einmal tiefer einsteigen. Man kann auch zum Beispiel den Pharmaceutical Executive lesen. Man findet dann Werbung. Man muss Facebook und YouTube nutzen, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Man kann auch etwas über die Facebook-Communities lesen. Johnson Celak, Johnson & Johnson. Es gibt also Facebook-Seiten für Mütter mit Kindern, die unter ADHD leiden. Oder man kann im Internet lesen, was Medical Marketing and Media so schreibt. Auch hier wieder gibt es Berichte von Managerinnen in einem Pharmaunternehmen. Man sagt auch hier, dass Menschen um die 20 herum Hilfe brauchen. Avril Lavigne, die Maroon 5. Maroon 5-Sänger macht mit, achso, Adam Levine macht mit, so. Und noch einmal die Erklärung, Pharmaunternehmen bringen uns bei, dass wir Leiden als Krankheit wahrnehmen sollten. Aber das ist nicht die einzige Erklärung, denn es gibt ja nicht nur Medikamente, die die Lösung für Depressionen sind oder als solche wahrgenommen werden, es gibt Fischöl gibt es. Und andere Wege. Das heißt, nicht nur Pharmaunternehmen machen Informationskampagnen über Depressionen, andere Institute machen das Gleiche, wie zum Beispiel das Nationale Institut der psychischen Gesundheit in den USA oder die einer von vier Kampagne in Großbritannien und in den Niederlanden. Hier wird gesagt, dass einer in vier Niederländern eine Depression entwickelt. Das heißt, wenn man sich nur auf die Pharmaunternehmen konzentriert, ist das nicht richtig. Wir müssen auch wissen, warum diese Kampagnen überhaupt attraktiv sind und ansprechend sind. Man kann natürlich nichts verkaufen, was die Menschen nicht wollen. Das heißt, es geht um mehr als nur um die Pharmafirmen. Und das bringt mich nun zu der dritten Erklärung. Der Sozialstaat hat uns zu empfindlich gemacht. Wir sind verweichlicht, wir sind nicht mehr widerstandsfähig. Die Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr. Es werden Medikamente verwendet, um die Kinder ruhig zu stellen. Die Kinder sind faul. Es gibt hier ein britisches Buch und ein amerikanisches Buch mit dieser Argumentation. Hier gibt es die Theorie, dass zu viele Menschen in den helfenden Berufen arbeiten.
Man sagt, Probleme liegen an der Jugend, liegen an der Biologie, und dann werden die Menschen in die Hilflosigkeit gedrängt, sozusagen. Ist das die Erklärung? Ich glaube, das ist auch nicht die Erklärung. Warum nicht? Na, zunächst einmal macht es keinen Spaß, Antidepressiva einzunehmen. Menschen leiden unter Nebenwirkungen. In Interviews sagen sie auch, ich fühle mich schuldig, ich hätte es doch selbst schaffen sollen ohne Medikamente. Es gibt Nebenwirkungen, das Gleiche gilt auch für die Eltern, deren Kinder Medikamente gegen ADHD nehmen, gegen Hyperaktivität einnehmen. Und da immer mehr Antidepressiva genutzt werden. Also dieser Trend hat in den 90er Jahren begonnen. Und das war ein Zeitpunkt, wo der Sozialstaat im Grunde schwächer geworden ist. Es gibt jetzt Regierungen, die sagen, naja, wir werden euch nicht das ganze Leben lang unterstützen. Das heißt, Erfolg ist eine Entscheidung. Und das ist meine Erklärung, die ich jetzt darstellen möchte. Neoliberale Marktwirtschaften oder Leistungsgesellschaften sagen, dass die Menschen an sich arbeiten sollen. Und das Leitprinzip dieser Gesellschaften ist das folgende. Erfolg ist eine Entscheidung. Erfolg ist etwas, das man schaffen kann, wofür man sich entscheiden kann. Und deswegen gilt das gleich auch für das Scheitern. Auch Scheitern ist etwas, wofür man selbst verantwortlich ist. Ich möchte jetzt noch einmal die Werbung von Pharmaunternehmen nutzen. Ich hätte aber auch Werbung aus dem Bankensektor zeigen können, aus der Nahrungsmittelindustrie. Aber ich nehme jetzt nochmal die Pharmafirmen, denn das ist ja genau mein Themenbereich. Wenn ein Pharmaunternehmen eine Marketingkampagne entwirft, dann gibt es natürlich zunächst einmal die Marktforschung. Es werden Firmen beauftragt, Marktforschung zu betreiben. Und diese Marktforschungsunternehmen stellen dann fest, welche Botschaften bei den Menschen ankommen. Das heißt, letztlich ist die Werbung ein Spiegel unserer selbst. Wir empfangen eine Botschaft, aber letztlich spiegeln diese Werbebotschaften uns und unsere Wahrnehmung. Hansworth Health sagt, wir glauben, dass gute Markenpolitik mit dem Konsumenten beginnt. Wir sind in den Köpfen der Konsumenten. Wir finden heraus, was die Menschen wollen und was sie brauchen. Und das ist interessant. Psychologen denken, wir sind in der Lage, genau zu wissen, was die Menschen denken. Aber interessanterweise denken das eben auch die Marktforscher. Und was haben diese Marktforschungsunternehmen herausgefunden? Was wollen die Leute? Was wollen die Konsumenten? Als Stimmungsaufhelle auf den Markt kamen, ging es nicht darum, einfach nur das Leben schöner zu machen. Hier ist eine Werbung aus dem Jahr 1956. Man sieht hier eine Frau, eine Hausfrau mit dreckigem Geschirr, dreckigen Tellern. Das heißt, man sieht hier den Kontext des Unglücks, des Unglücklichseins. Und wir sprechen hier über Zeiten der Psychoanalyse, der Psychodynamik. Man denkt ja, ist das jetzt feministisch? Das ist doch ein bisschen früh. Nein. Ist natürlich nicht feministisch, denn die Idee ist, diese Frau nimmt jetzt ein Medikament und dreht sich dann um, macht damit mit Begeisterung das Geschirr sauber. Viele ihrer Patienten, insbesondere Hausfrauen, fühlen sich erdrückt unter einer ganzen Reihe von Pflichten im Haushalt. Sie fühlen sich mental und emotional müde
Und Dexedrin kann hier die Lösung sein. Nach dem DSM-3, nachdem dieses Handbuch veröffentlicht wurde, sind die Lebensgeschichten im Grunde aus der Werbung verschwunden, ist der Kontext verschwunden. Man geht hier von biologischen Ursachen aus. Hier hat jemand eine Angststörung. Man spricht hier darüber, dass jemand sich in sozialen Situationen überfordert fühlt, dass jemand nicht gerne vor Menschen spricht, dass er Angst hat, mit seinem Vorgesetzten zu sprechen. Aber man sieht nur noch den Kopf auf dem Bild. Das heißt, das Problem ist im Kopf. Und er muss doch funktionieren. Hier geht es nicht um leichtes Glück. Und es geht hier nicht darum, eine Entschuldigung für unsere Biologie zu finden. Heutzutage denken wir, dass wir unsere Biologie überwinden können. Man sagt uns, dass wir die biologischen Ursachen überwinden können. Machst du schon alles, damit du dich besser fühlst? Nein. Finde heraus, was du noch besser machen kannst. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, uns noch besser zu fühlen. Das heißt, in Holland wird man sogar wegen der Kultur des Landes verwiesen und nun scheinen wir zu glauben, dass die Natur veränderbar ist und auch die Kultur nicht veränderbar ist. Das ist doch interessant. Hier sehen wir etwas aus Baltimore, Washington, in schwarzen Außengebieten von Baltimore. Und die Aussage ist, sei stark. Und so sehen diese Gegenden aus. Hier sehen Sie ein Foto. Und hier der Text, so spricht man diese Krankheit aus. Depression, Depression. Und dann wird hier erzählt, dass gerade Schwarze besonders unter Depression leiden, dass sie nicht so viel Zugang zu Medikamenten haben. Und hier wird Depression als Ursache des Unglücks beschrieben, etwas, was man als Person in sich hat, sozusagen. Und man spricht von einem chemischen Ungleichgewicht, das auf eine familiäre Disposition zurückzuführen sein kann. Das heißt, sie müssen es natürlich hypothetisch formulieren, diese Pharmaunternehmen, weil es ja nicht wissenschaftlich begründet ist. Aber es wird hier suggeriert, dass eine Depression biologisch bedingt ist und nicht sozial bedingt. Dann gibt es natürlich noch die sozialen Determinanten der Gesundheit, soziologische Forschung. Aber natürlich hat diese Forschung keinen so hohen Status wie die neuere Forschung, die ich beschrieben habe. Ein späteres Buch von Wilkinson und Pickett sagt, dass alle soziale Ungleichheit letztlich Menschen unglücklich macht, selbst auf Universitäten oder in unterschiedlichen Berufen. Das heißt, es ist etwas, was nicht nur arme Menschen betrifft. Wie ich bereits gesagt habe, die Menschen wollen als Patienten anerkannt werden. Das ist der Kampf, den sie führen, aber das steht dem Kampf um Gleichheit der Rechte im Weg. Wenn man das aus feministischer Sicht betrachtet, kann man Folgendes sagen. Wenn wir glauben, dass Depression vom Körper verursacht wird, dann arbeitet man an seinem Körper, dann konzentriert man sich auf seinen Körper. Und Sie sehen hier diese Werbung. Hier steht, Mami ist wieder nett. But the newer advertisement addresses at something at much more than that.
Es geht darum, dass wir vielleicht netter sein wollen, aber eigentlich geht es um mehr. Wir wollen bessere Menschen werden. Hier erkennen wir eine Frau, sie singt, und in der Werbung sieht man, dass die natürliche Welt plastisch ist. Die Leute hinten, das sind Schattenwesen, sie haben ihre Medikamente noch nicht eingenommen. Also liegt es an uns, uns zu bessern. Und warum sollte man einfach schweben, wenn man tanzen kann? Es geht nicht mehr um Frauen, die gute Mütter sein wollen. Es geht um Frauen, die bessere Menschen werden sollen. Wenn man sich die Werbung im großen Stil anschaut, auf den Straßen, erkennt man viele Frauen, die muskulös gebildet sind, die schnell laufen. Was hat das mit der Depression zu tun, mit Stimmung? Viel. Denn das sind nicht nur Werbungen für Pharmazeutika, es geht um alle möglichen Sachen. Ich habe zum Beispiel bei der Holländischen Bahn eine solche Werbung gesehen. Sie wollten mir eine Karte verkaufen und sie wollten mir eine Karte für 5 Jahre verkaufen sogar. Und ich habe mein Foto geschickt, also ein professionelles Foto, und so kam es zurück. Und immer, wenn ich jetzt im Zug sitze, fühle ich mich schlecht, weil ich nicht ausreichend laufe, weil ich nicht jogge, weil ich mich nicht trainiere. Hier die Zeitschrift Elsevier. Hier steht Gesundheit von A bis Z, 11 Seiten über die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse, um ein Gleichgewicht in Körper und Seele zu erreichen. Also wenn ich nicht glücklich bin, habe ich nicht ausreichend trainiert. Und das bekomme ich immer mit, wenn ich meine Bahnkarte mitführe. Hier sehen wir wieder die laufende Frau. Und hier steigt sie sogar auf ihre eigene DNS hoch. Das ist kein Witz. Man kann die eigene DNS hochsteigern. Hier die Epigenetik. Das ist der Ausdruck der genetischen Zusammensetzung, wird beeinflusst durch die Umstände. Das bedeutet, dass die Umstände unseren Genen helfen, sich auszudrücken oder nicht. Und das ist auch erbbar, diese Fähigkeit der Gene, sich auszudrücken. Man könnte den Schluss ziehen, dass wir dann eine größere Gerechtigkeit in der Gesellschaft brauchen. Denn wenn die Ungleichheit den Menschen schadet, dann kann es sogar den Ausdruck der Gene schädigen. Aber das ist eigentlich nicht der epigenetische Ansatz hier. HuffPost. Die körperliche Betätigung ändert die DNS-Struktur. Also das ist die jetzige Ideologie. Man kann die eigene DNS durch Training ändern. Uns wird gesagt, dass wir nichts weiter ausmachen als unser Hirn. Aber es wird uns auch gesagt, dass unser Hirn in unseren Händen liegt und dass wir die Möglichkeit haben, unser Hirn zu beherrschen und zu verbessern. Wir haben sogar die Pflicht, unseren Schicksal zu steuern. Es ist unsere Pflicht. Wir brauchen nicht Hautalterungszeichen zu entwickeln. Denn wir brauchen im Hirn nicht älter zu werden. Meine Erklärung lautet darauf hinaus, dass wir das Ideal der plastischen Gesellschaft verkauft haben, eingetauscht haben gegen das Ideal des plastischen Einzelmenschen. Und dieses Wort depressiv hat eine Zusatzbedeutung bekommen. Es bedeutet, dass wir widerstandsunfähig sind, an mangelnden Ehrgeiz und Entrepreneurtum leiden und Erfolg nicht anstreben. Und das ist eine Wahl, eine bewusste Auswahl, eine Entscheidung. Wenn wir unglücklich sind, sind wir allein schuld.
Und dann sind wir glücklich, wenn einer herkommt und uns diagnostiziert. Also hier die Zusammenfassung dieser Argumentationslinie. In dieser ersten Werbung links aus den 50er Jahren war die Frau deprimiert, weil sie ihr Leben nicht akzeptiert hat. Und die Tabletten haben ihr dabei geholfen, das Leben zu akzeptieren. In der zweiten Werbung aus dem 21. Jahrhundert war die Frau deprimiert, weil sie ihr Leben im damaligen Zustand akzeptiert hat. Und durch die Antidepressiva konnte sie ihr Leben anders gestalten und bessern. Also kommen wir zurück auf dieses Deckelblatt von vorhin. Der Gestalter hat gebrochene Tulpen dargestellt. Sie hat traurige Frauen dargestellt. Sie hat Pinguine im Regen dargestellt. Und immer wieder hieß es, das ist kein gutes Deckelblatt. Also ich brauche eine Tänzerin. Aber dann brauche ich einen Tanz, der die Mühe ausdrückt, damit wir erkennen, dass jede sich bemüht, selber für sich alleine sich zu bessern. Danke für die Aufmerksamkeit.